Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Empyrean und ja, es wird ein bisschen aufwendiger, das Ganze jetzt hier umzusiedeln, aber ich glaube persönlich, es ist die richtige Entscheidung. Ich rede mir das jetzt einfach zumindest weiter hinein, ja. Ich hoffe so sehr. Wehe, wenn nicht. Ich habe eher so ein bisschen Probleme damit, dass unser Motorrad weg ist. Das finde ich jetzt ja kacke. Jetzt muss ich halt alles zu Fuß zurücklegen. Das war eigentlich so nicht geplant. Beziehungsweise hätte ich gehofft, dass wir andererseits sonst den Bodengleiter fertig haben. Aber gut, ich glaube Eisen war nicht so weit weg. Das geht alles noch. Dass wir halt entsprechend die Ressourcen ranholen, die wir brauchen. Na, Planet Nomads, hatte ich ja gesagt, wird erstmal pausiert, bis es da sich wirklich lohnt weiter zu zocken, weil es gibt nichts großartig zu entdecken aktuell. Alles ist gebaut, wobei jetzt gab es ein Update mit einem automatischen Mining-System, was so wie so ein ja, Bohrkopf, der halt an so ein paar Rohren dranhängt und durch die Gegend schwebt. Ja, aber das ist auch schon alles. Also momentan gibt es da nicht so viel. Es ist wohl irgendwie der Anfang des Automatik-Updates, beziehungsweise des großen Automatik- Updates für das Spiel allgemein, weil jetzt ein automatischer 3D-Printer kommt und sowas. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so wichtig. Ich mag das nicht so, wenn zu viel Automatismen drin sind. Das mit dem Abbauen und so ist schon ganz okay, aber ich glaube allzu viel mehr nicht unbedingt erforderlich. Genau, ich packe mal die Kürbisse wieder hier rein. Achso, geht das nicht? Doch, ich wollte gerade sagen, hallo? Ich bin schon gewundert, so... kann ich vielleicht mal ein bisschen Betonblöcke haben. Machen wir nochmal 20 Stück. Ich brauche Treppenblöcke. Machen wir 10 Stück. Geländer. Geländer ist auch gut. Geländer ist immer gut. Machen wir 20. Dafür brauche ich Stahlplatten, die haben wir nicht mehr. Ich habe überlegt, es kann ruhig ein bisschen mehr sein, ja. Ich glaube, das ist auch noch Betonblock, ne? Aber wie gesagt, wir müssen ja entsprechend die Posten frei halten für... Hatte ich jetzt... Ach nee, stimmt, ich habe eigentlich nichts mehr für den Bohrer. Das würde es interessant, ob wir da überhaupt eine Möglichkeit des Entdecken rausfinden, irgendwie, dass wir da für jetzt was machen können. Ist das hier mit dabei? Kann nicht sein. Nee, jetzt habe ich gleich, oder? Genau, Biokraftstoff ist das doch, oder? Ja, Meeresalgen. Oh nee, sag nicht. Aber ich habe doch... Okay, gut, also wir hatten das Problem schon mal. Da haben wir keine Meeresalgen gefunden. Oh, keine Munition, müssen wir Pistole mitnehmen. Das heißt, wir werden jetzt wieder einmal in die Richtung hotten. Gehen wir erstmal hier hin. Und schauen, ob wir Meeresalgen finden. Also ich habe, wenn nicht, muss ich mich mal schlau machen, wie man die kriegt und wie das am besten geht. Irgendwie muss es ja möglich sein. Ansonsten würde es ja nicht hier angepriesen werden die ganze Zeit. Alter Schwede, wir haben gerade schon wieder Gewitter. Ist ja bei der Hitze, aber auch der letzten Tage kein Wunder. Richtig heftig, also schon seit knapp... Ah, jetzt schon bei 2,5 Stunden Gewitter, also war zwischendurch drin mal ein bisschen ruhiger. Aber jetzt, wird es wieder etwas heftiger. So, mal verholzt dann. Genau. Ja, ist es dann das hier? Ne, das kann nicht sein. Mal gucken. Ja, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ich habe eben überlegt, was ist das hier? Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Warte mal, Helm war... ne? Ja, U war der Helm. Oh, es geht gerade richtig draußen ab mit dem Gewitter. Hey, hinten war, glaube ich, richtig viel. Gucken wir mal in die Richtung.
Ist ja gut, im Ladebildschirm eben stand drin von wegen, nicht alle Tiere sind feindlich. Und war ein Bild von einem Dinosaurier, der ähnlich aussah wie ein Parasaurus. Also ich habe es jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum man so richtig Dinosaurier ähnlich mit reingenommen hat. Ich weiß nur, den Raptor musste man umbenennen. Da hinten sind zum Beispiel gerade welche. Der heißt jetzt nicht mehr Raptor. Warum sind denn da jetzt so viele davon? Okay. Irgendwie sieht das so in die Breite gezogen aus, ne? Als ob das irgendwie... Ist auch nicht... Ihr wisst, was ich meine. Gut. Damit lässt sich nichts anfangen. Ne, jetzt will ich nicht. Dann müssen wir wohl doch dahin. Doof. Ich brauche Ressourcen. Jetzt brauche ich das auch noch. Das ist Wasser, genau. Aber ich sammle mal auf jeden Fall die ganzen Sachen ein, die wir zwischendurch entdecken. Dann bringt ja wieder Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte ermöglichen es uns wieder Sachen mitzunehmen. Okay, da sind nur die, das ist gut. Auch wenn das diese komischen Viecher hier nicht sind. Ich pack das mal die Pistol raus, vorsichtshalber. Also diese komischen Käfer, Menschen, keine Ahnung, was das hier war, die das Geschütz hier seltsamerweise platt gemacht haben. Das ist ja eine Reichweite. Pff, holla die Waldfee. Nicht schlecht. Das sind ja diese komischen Freaks. So, dann stürzen wir uns mal ins kalte Nass, ne? Also falls irgendeiner einen Tipp hat hier, es gucken ja dann doch einige zu. Wie das funktioniert mit den Algen, wo man die findet, dann bitte gerne. Ich bin äußerst dankbar für jeden Tipp. Waffe wegpacken. Das ist halt echt die Sache, ne? Wo ist hier was? Ich würde halt sagen, Meeresalgen sind im Wasser. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist halt nur dieses Gras, was hier ist. Da ist irgendwas, was ein bisschen höher aussieht. Könnte es das vielleicht sein? Das ist echt komisch. Guck mal, da ist noch was, was ein bisschen anders aussieht. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht das hier ist. Ah. Okay, wir haben es praktisch gerade gefunden. Was ist das hier? Sieht ja freaky aus. Promethiumstein. Den kann ich nicht mitnehmen? Ach, geht ja nicht. Also den kann ich jetzt wirklich nicht abbauen, oder was? Okay. Aber man muss dann schon wirklich ganz schön schwimmen, ne? Um hier so ein bisschen Meereseike zu finden. So richtig easy ist es nicht. Und so richtig viel gibt es auch nicht. Interessant, dass es dann hier so einen Prometheumstein gibt. Muss ich den abbauen oder was? Wahrscheinlich. Was ist das hier? Vielleicht kommen diese hässlichen Unterwassermenschen ja hierher. Möglich wär's. Ich würde es denen zutrauen. Ist das alles Meereseige? Gucken, wie viel Meereseige habe ich denn? Meereseigen 15. Ich denke, ich möchte noch ein bisschen mehr mitnehmen, weil wir sind jetzt schon recht weit weg und wer weiß, wie schnell ich sage, ich gehe noch mal her. Ich glaube nicht so schnell. Deshalb nutze ich das mit... Ja, Sauerstoff geht auch. Sauerstoff geht. Das wollen wir keine Gedanken machen, dass das heißt, du erstickst gleich. Und ich so, yay, ich ersticke gleich. Mensch, ist das geil. Nein, zum Glück ist das nicht so der Fall.
Aber okay, dann haben wir die endlich mal gefunden und wissen, es ist kein Wunder, dass wir es letztes Mal nicht gefunden haben, weil es ist einfach sehr rar in dem Wasser. Mhm. Ein bisschen ungewöhnlich und schade an sich, weil man es halt gebrauchen könnte. Und ja auch braucht. Es gab jetzt ein neues Update, aber nur mit so ein paar Bugfixes. Bugs. Genau, wieder Kieferbeseitigung hier. Hätte ich auch wieder Bock drauf, so Ewigkeiten her, dass ich hier, ja, wie heißt es denn nochmal? Hier mit Starship Troopers, genau. So Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Muss ich unbedingt wieder gucken. Aber natürlich die Uncut, ne? Die deutsche Fassung, also die. Da kannst du nicht gucken, die geschnittene, da fehlen die coolsten Szenen raus. Ich verstehe nicht, warum das immer alles geschnitten werden muss. Nervt. So, das kann man garantiert abbauen. Oh, ein großer Prometheumstand. Ich glaube, den können wir auch mitnehmen, ne? Ah, ich glaube, der geht mitzunehmen. Ah. Okay. Puh, was auch immer wir damit machen, wir werden es sicher noch rausfinden. Das ist auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Finde ich ja cool, ehrlich gesagt, ne? Dass wir es jetzt endlich gefunden haben. Ich kann da mal nachgucken, was das andere ist. Pixie-Stilbeutel. Cobra-Blätter. Okay, wieder ein Zwischenprodukt, irgendwas. Naja. Nicht so wild. So, das nochmal Alge. Da vorne auch. Ja, schon mal so in die Richtung. Ich sehe, ist ja noch so ein bisschen was. Das heißt, alles, was ich auf dem Weg dahin, oder mehr oder weniger auf dem Weg dahin sehe. Ach, guck mal, hier ist ganz, ganz viel. Boah. Das lohnt sich. Können wir richtig schön viel Treibstoff machen. Das war, da hatten wir ja schon mal das Problem, ne, dass uns das ausgegangen war. Also beim letzten Spielstand, da hatten wir ja auch nachgesucht und waren so ein bisschen am Verzweifeln. Aber wir haben endlich das gefunden, was wir brauchen. Sehr schön. Gut. Kupfererzlage. Ich schwimme hier so ein bisschen an der Seite lang, weil wir könnten ja rein theoretisch schauen, dass wir hier Richtung Kupfererz und Magnesiumlage. Ich glaube, irgendwas von beiden brauchten wir. Aber ist beides nicht so nah dran. Aber näher als die Basis von hier aus gesehen. Einmal gucken. Schau mal. Ich hasse das. Ich habe hier... Kennt ihr das, wenn ihr zu trocknete Haut an den Fingern habt und dann reißt die so ein und dann... Ich mag das gar nicht, ey. Ich weiß, man könnte eincremen, aber ich hasse das. So an den Händen so sich einzucremen, kann ich echt nicht leiden. Das ist so... Weiß nicht. Nee, das ist nicht meins. Schon, wenn man so irgendwo im Urlaub ist und heißt, ja, hier eine Sonnencreme oder sowas, das kann ich nicht leiden. Das geht mir mal gehörig gegen Strich. Wenn du es an den Fingern dran hast. Okay, das ist so ein Echsenviech. Ja, Pistole rausholen. Okay. Verdammte Axt, ey, was kannst du denn alles ab? Ach, geht doch. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie seine große Schwester an oder so. Ja, scheiße, Mann, ey. Oh, guck mal, da ist auch das Eisenerzlager. Nein, rennen wir doch mal hier hin. Da ist nochmal so ein Viech da links. Da sind die Raptoren, aber da sind ein bisschen viele. Müssen wir einen großen Bogen drumherum machen. Also es ist echt krass, sonst hatten wir Glück, was die anging. Haben wir eigentlich nie großartig gefunden, ne? Diesmal nicht. Diesmal sind die auf jeden Fall immer in der Nähe. Heißt ein bisschen Eindruck. Deshalb lasse ich jetzt gerade mal so ein bisschen die Ausdauer sich regenerieren. In der Hoffnung, na, nachgeladen ist ja schön. Dass wir dann zur Not einfach entkommen können. So ein bisschen wegrennen und sowas Richtung Base. Dass die Geschütze es dann platt machen. Ja. Das wäre ganz vorteilhaft, glaube ich. Sugarcane. Ich hoffe, hier ist jetzt keins von diesen Viechern. Ich renne hier so treu doof durch die Gegend. So, ich muss da hinten hin. Sehr gut. Alles mitnehmen. Alles von... Oder zumindest hat alles einen Sinn und alles kann benutzt werden. Das finde ich ja sowieso schön. Das hat mich bei vielen Spielen immer angenervt, dass du zigtausend Sachen, die du einsammeln kannst.
Aber du kannst es eigentlich nicht gebrauchen. Es ist eigentlich nur Schrott. Das mag ich nicht. Also ich finde, bei einem Spiel muss alles irgendwo benutzbar sein oder irgendeinen Sinn haben. Und wenn es einfach nur ist, dass ich es wie hier dazu nutzen kann, um irgendwas herzustellen oder um daraus Nahrung herzubereiten und sowas. Also ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ich hoffe es wirklich. So, Bieren. Genau. Ich bin direkt drüber. Also hier haben wir anscheinend nicht abgebaut. Ja, weil sonst hätten wir jetzt hier schon was gefunden. Also renne ich da hinten zu dem Eisenerzlager, weil da, weiß ich, waren wir definitiv gewesen. Ja, den nehmen wir nämlich da was mit. Ich glaube, es war auch irgendwas mit Eisen. Gut, es kann auch sein, dass es noch was anderes war, aber ich renne jetzt zumindest erstmal dahin. So, das sieht hübsch aus hier, ne? Ja. Da vorne. Ah ja, guck mal, hier ist die Buddelstelle. Ach, bringt mir gar nichts, stimmt. Wir müssen erst zurück. Ja, ist ja irgendwie logisch, ne? Wir haben ja gar keinen Treibstoff. Oder keinen Brennstoff für die Maschine. Wie soll denn das funktionieren? Ach, Hoshi, ey. Schlimm. So ein Fehler. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit über gedacht, sagt, ey, ja, du musst doch eigentlich wieder nach Hause und da... Ja, naja, gut. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne.